Ja, Mr. Ja, Jenkins. Ja. Sie haben versucht, mich zu erreichen, die Tage. Hab ich? Ja. Ja. Geht wahrscheinlich um Mr. Bone und das Winewood Diner. Möglich? Ich weiß es nicht mehr. Wenn ich mich erinnere, rufe ich sie nochmal an, ja? Hervorragend. Wunderbar, ciao. Frag mich doch nicht, was ich vor drei Tagen von ihr wollte. Ihre. Amerikanische Staatsbürger mit irischen Wurzeln. Und Herr Hawkins, Sie meinten, ich soll quasi ansprechen, dass ich so Perspektive schon ganz gerne ins Richteramt möchte. Genau. Sie möchten ins Richteramt. Ja, das wollten schon andere vor Ihnen. Soll ich noch meine Zeit mit dem verschwenden, Hawkins? Ja, weil Sie mich eben genervt haben beim Telefonat. Wow, Ethan. Weil Sie mich eben beim Telefonat genervt haben und unterbrochen haben. Ja, Clayson, vielen Dank für den Follow! Doch, der Mr. Kortz konnte seinen Namen rückwärts sagen. Überqualifiziert. Mr. Grant, es ist schön, dass ich mich jetzt ein bisschen wie im Zoo fühle, aber wen führen Sie uns hier eigentlich vor oder wen führen Sie uns vor? Den neuen Staatsanwalt und anscheinend Richteramtsanwärter Mr. Kortz. Angenehm, Sie kennenzulernen, Mr. Kortz. Ganz ist wie Kortz vom Kortz-Center? Nein, Kortz. Genau. Achso. Ja, richtig. Haben Sie damit was zu tun? Ja, in der Vergangenheit habe ich dort Ausstellungen gemacht. Ah, das ist Ihr Center? Überrecht. Ja, inzwischen nicht mehr, weil ich bin weitergegangen, aber... Den Namen hat's behalten. Ja, Mensch, richtige Promi hier bei uns, ist ja toll. Ja, die letzte Ausstellung war eine American Native Ausstellung. Mrs. Anna Winter, vielen Dank für dein Follow. Mit Federschmuck. Ja, unter anderem und vor allem auch vielen Gemälden. Galbs auch? Mit der lokalen Kunst. Nee, sowas. Nee. Wollen heute eigentlich die Richter auch mal mit zur Besprechung auf dem Weinyard? Was sollen denn die Richter auf unserer Besprechung? Die können sich doch einfach da irgendwo anders hinsetzen und sich selber besprechen. Warum auf dem Weinyard? Weil das heute Eröffnung hat. Ja, weiß ich. Stell also fest, die Staatsanwaltschaft macht heute einen kleinen Klassenausflug, ja? Richtig, ja. Haben Sie überhaupt ohne Themen? Even. Warum fahren wir dann hoch, ohne, ja, wenn wir überhaupt keine Themen haben? Ja, haben alle das Gleiche an. Weil ich gesagt habe, dass wir mit dem DOJ mal vorbeischauen, Mann. Wie ist denn das, du kein Freund von Uniform bist, hätte ich jetzt auch überhaupt nicht gedacht. Owen, wir fahren gleich aufs Weinyard, ja? Aber dir schon bewusst, dass... Da macht ihr die Besprechung aber alleine. Hier fährt niemand aufs Weinyard. Nee, ich frag mal generell, haben Sie Themen für die Besprechung überhaupt? Weil ich hätte nichts. Nö. Aber ich hätte einen sehr langen Vortrag, wenn Sie mich mit einladen. Nein. Dann könnt ihr mit hoch ins Weinyard. 45 bis 50 Minuten, vielleicht auch länger. Ja, ich weiß, das schüttest du so aus dem Handgelenk, deswegen abgelehnt. Ich kann es ja nur anbieten. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Mr. Caldwell, das ist unser neuer Kollege Kortz. Wie heißt sie jetzt eigentlich? Achso, ja, das ist Coldwell. Sprechen Sie denn nicht auf Gulasch? Was war das noch? Ohrenschmalz oder auf rote Edelsteine an? Okay, kann ich vermeiden. Gott, Sie werden es bereuen, wenn Sie es tun. Vor allem das mit den Edelsteinen. Alles klar, ich probier's nicht. Grüße Sie, Mr. Lee. Ja, was geht? Das ist unser Standesbeamter, der gerne mal zu schnell fährt. Das kann man so sagen, ja. Solange er nicht so schnell verheiratet, ist alles gut. Wobei machen sie das ruhig, die Scheidungsgebühren sind sehr hoch. Ja. Okay, das heißt, wir müssen doch so 55 Minuten zwecks Einarbeitung. Hey Sharon, vielen Dank für den Follow. Sie irgendwo Gott, übernehmen Sie den bitte. Hans kommt hier rein, ne? Mach das Licht an, komplett. Ja, geht wieder und mach das Licht einfach nicht wieder aus. Kennt ihr das? Oh Gott, ich muss kurz das Licht ausmachen. Alles klar. Gleich. Ah, aber halt, mein Herz gehört. Grand, wenn's darum geht, das Licht ist aus, komisch. Was ist das denn passiert? Ich sag mal, seiten den Deals im, danke, Barnes. Im Zellenbereich zu machen. Da ist Grant, glaube ich, der Beste. Ja, ich würde jetzt erstmal noch nichts entscheiden, sondern erstmal zuhören lernen und dann. Aber mache ich klar. Hervorragend. Dann nochmal von mir jetzt herzlich also, willkommen. Wenn ich jetzt nochmal zählen muss, können Sie gerne mitkommen. Aber bisher sieht er düster aus. Wäre das bei uns am PC rein theoretisch möglich, ein Hochzeitsregister anzulegen? Am WC? Natürlich. GC! Ohrenschmalz, Ethan! Nee, der kann die Sprache nicht so gut, ja? Und das wäre dann kein Problem. Einfach immer deswegen frage ich ja nach. Nee, wäre gut, weil also das kam gestern, glaube ich, gut an. Ich habe direkt 4 neue Termine gemacht danach. Für Hochzeiten? Wie gesagt, super Sinn. Für Planning, ja. Ach so. Ja, von Termin im Kalender anlegen. Nee, wie gesagt, einfach eine Bürgerakte. Vorname ist DOJ, Nachname sehen Sie, ist der kennt sich mit Akten aus. Fragen Sie Coldwell einfach wegen Akten. Sehr gut.
Ach, übrigens, für Sie heute gibt es keine Verhandlung. Wieso? Weil mein Angeklagter nicht auftaucht und auch deren Rechtsbeistand. Urteil in Abwesenheit? Wir wollten das eigentlich wirklich über die Bühne bringen. Ich habe das jetzt nochmal verschoben. Wenn das dann nicht nochmal passiert, dann mache ich Urteil in Abwesenheit. Ich möchte Ihnen eine Chance geben. Wissen Sie? Ihr Problem. Ja, richtig, mein Problem. Ich mache weiter, hab einen Termin. Morgens, DOJ, guten Abend. Okay, also Arbeitsvertrag habe ich unterschrieben. Mhm. Muss ich mir noch irgendwo einchecken? So, ja. Das hat er Ihnen auch nicht gezeigt. Nee, das war gut. Hat jemand Bock aufs Handy schon was? Tatsächlich, ja. Das heißt, Sie stehen die ganze Zeit unbezahlt? Absolut. Ihr wurde ja auch noch nicht eingearbeitet. Kurz mitkommen. Ach nee, warten Sie, Sie sind nicht eingestempelt. Mir gegeben zum Einarbeiten. Ja, genau. So, kurz mitkommen. Sie einstempeln einfach. Alles klar. Das Handy schon. So. Gucken Sie mal, hier ist die Einstempeltaste. Ja, perfekt. Sehr gut. Und damit unsere Security auch was zu tun hat, nehmen wir die einfach direkt als Fahrer mit. Wieder raus haben. Wer? Sorry? Die Security. Ah, wir haben Security. Hm. Hm? Sehr gut. Aber warum sollen wir ihm dann Glück wünschen? Das wäre. Mister, wie war das gleich noch? Entschuldigung, kurz. Nee, kurz, ja, nee, ich meine hier den Herrn. Gut. Valentini. Valentini, warst du schon mal in den Zellen? Auf, los jetzt. Okay, gut. Mitch, fährst du uns einmal nach Sandy Shores, bitte, Herrn Kurz und mich und vielleicht auch Callahan? Ja, klar. Wie perfekt, willst du mitkommen, Owen? Alles hier? Sandy Shores in den Zellen und wir arbeiten den Herrn Kurz ein. Uns alle vier? Danke. Ja, dann? Das wird schwierig. Viert. Mit dem Auto. Weil wieso? Fünf und vier. Ja. Wir sind vier. Valentini so. War da schon in den Zellen. Los geht's. Ach so, ja, dann los. Okay. Elektro oder nicht Elektro? Elektro. Okay, dann den ersten. Ja. So, also Mr. Kurz, das ist Mitch, ja, einer unserer Security-Beamten, die auch gerne mal die Fahrertätigkeiten übernehmen. Natürlich, sehr gerne. Sprechen Sie die ruhig immer an, die langweilen sich auch, wenn die ganze Zeit hier rumstehen, ja? Mr. Kurz, kurz zur Info. Ethan ist ein wunderbarer Staatsanwalt, kann man nicht anders sagen, ja, er hat sehr spezielle Methoden. Man kann sehr viel von ihm lernen, aber für die Einarbeitung ist er, glaube ich, nichts. Ja, Sandy Shores, genau? Immer noch. Ja, ich gebe es einfach ins Navi ein. Okay, das wäre schön. Ja. Ja. Ethan ist Grant. Ja. Entschuldigung, wir sind mittlerweile zu den Vornamen übergegangen. Genau. Grant ist hervorragend, halten sich da ruhig gerne dran, aber ist, glaube ich, nichts für die Einarbeitung. Mhm. Deswegen habe ich sie da jetzt einmal rausgeholt. Der Mann hat nämlich keine Geduld, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, dann umso besser. Umso besser. Gut. Haben Sie schon mal irgendwie was in die Richtung gemacht, Staatsanwalt, richtermäßig? Nicht im Staat. Ich war auf dem Reservoir, wo ich zuletzt war, als Richter tätig. Aber natürlich ist dort auch ein ganz anderes Gesetz, was dann eher dem Native Tribe entspricht. Mhm. Deswegen nein, hier im Staat noch nicht oder generell in amerikanischen Bundesstaaten. Ja, dann machen wir das gleich so, dass Sie einfach nur beobachtende Funktionen erstmal einnehmen, wenn Sie wollen. Oder wollen Sie direkt das einmal versuchen? Ich beobachte gerne erstmal. Okay. Genau, dann und, machen wir die Abhandlung gleich einfach entspannt und dann, ja. Ansonsten gerne, wenn ich jetzt irgendwie was mitschreiben soll oder so, Aktensystem kann ich nur zum Beispiel noch nicht. Hm? Wurde eben schon mal genannt, dann kann ich das auch übernehmen. Ah. Also rein theoretisch müssen natürlich auch die Officer eigentlich die Täteraussagen reinschreiben, ne? Ich kann Ihnen aber sagen, in der Realität, 80% machen es nicht. Ja, da stehen sie dann da und denken sich, ja scheiße, jetzt muss ich das selber reinschreiben, weil ich keine Lust habe, den Officern hinterher zu telefonieren. Ja, verstehe, okay. Na? Also, wir können leider nicht davon ausgehen, dass sie es tun. Und ein kleiner Tipp noch dazu. Wenn du in den Zellen irgendwas abgehandelt hast, sag den Officern unbedingt, dass sie auch direkt deinen Namen in der Akte reinschreiben sollen. Sonst geht das an irgendwen anders. Und der stellt einen zweiten Strafbefehl nach Aktenlage im schlimmsten Fall aus.
Okay, und das heißt, wir fahren jetzt zu den Zellen, weil dort direkt Abhandlungen stattfinden, also jetzt jemand verhaftet wurde, oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also wir fahren jetzt in den Norden in die Zellen, es gibt ja noch ein PD im Süden. Da sind wir am häufigsten, aber es wird auch mal hier was verhandelt. Hm. Wir hören uns die Geschichte an von den Officern. Dann eventuell möchten die auch einen Anwalt tatverdächtigen. Dann müssen wir noch auf die Anwälte warten, denen Zeit geben, dass sie mit den Anwälten sprechen können. Dann eröffnen wir denen, was wir denen auch vorwerfen, aufgrund der Geschichte der Officer. Ja, und dann geht es eigentlich im Endeffekt darum, ist er geständig, ist er nicht geständig, können wir was nachweisen, haben wir eindeutige Zeugenaussagen von den Officern. Was halt häufig zum Beispiel passiert ist, Raubüberfälle, die fahren einen Raub an, sehen aber nur jemanden rausrennen. Ja, da können wir nichts beweisen. Mhm. Außer halt er gesteht, ne? Da kann man halt noch so ein bisschen drauf gehen, dass man sagt, okay, komm, wenn du gestehst, dann wird es billiger für dich und so weiter und so fort, ne? Kann man versuchen, damit noch was rauszuholen. Aber wenn die das nicht zugeben, dann können wir denen auch nichts nachweisen. Wenn die natürlich aber sagen, die Officer, ich habe den gesehen, wie er mit der Waffe den Verkäufer bedroht hat, dann ist das was anderes, ne? Na klar, dann gibt es Zeugen, ja. Genau. Das heißt, wir hören uns erst die Geschichte an und dann gucken wir weiter. Bitte sehr. Vielen Dank, Mitch. Natürlich. Mensch! Audi. So ein hoffnungsloser Fall, da kommt gleich Audi. Die da kommt ja die ganze Entourage. Genau, die Kavallerie ist da. Okay. Sie wollten. Da Herr Rollins aber, dass heute alle da kommen. Ach, ja. Packer Rollins haben sie schon ja, wieder. Ja, man kennt sie, ne? Und er möchte bestimmt einen Anwalt. Der ja, Anwalt ist auch gerade eingeworfen. Schon, also ja, perfekt. ja, kurz aufs. Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. Audi. Audi. So, ja, dann gehen wir nochmal alle rein. Also, wer ist jetzt? Wer ist jetzt was? Ich bin die Anwältin. Anwältin, gut. Wunderbar. Zieh mal kurz meine Marke an, dann ist das die um. So. Ja. So. Oh, einen Moment, ich muss mal kurz hier den Funk treffen. Marken, die um, oh, kurz zu wissen. So, einmal kurz, um alle auf den Stand zu bringen. Ja, Mr. Van Richmond. Ah, okay. Ja, sie hatten mich nochmal angerufen. Ja, nee, das war da, weil ich gucken wollte, ob sie noch da sind und dann waren sie aber irgendwie kurz abwesend. Gut. Alles gut. 33 alles klar, hier unten an der Tankstelle Sandy Shores. Der Herr Rollins war zu dem Zeitpunkt, als wir eingetroffen sind, noch im Laden. Hat sich dann nach Aufforderung auch aus dem Laden rausbewegt, hat uns erzählt, er wäre einkaufen gewesen. Dabei hat er wohl die arme Frau hinter dem Tresen wieder zu Tode erschreckt scheinbar. Und dann haben wir ihn jetzt erstmal soweit mitgenommen. Als Sie ankamen, konnten Sie sehen, dass er eine Waffe vielleicht in der Hand hatte oder haben Sie ihm später eine abgenommen? Also ich habe, also eine Waffe hat er nicht dabei gehabt, außer ein Messer. Von draußen konnten wir jetzt zumindest mal nicht direkt sehen. Also ich zumindest nicht, weiß nicht, was bei den Kollegen war, dass er die Dame hinterm Tresen bedroht hat. War also ich vermummt? Zumindest nicht. Nein. Okay, hat er ein Fahrzeug draußen stehen? Ja, also. Das ein Motorrad, das mit dieser, die mit dieser relativ auffälligen Lackierung, so eine USA-Lackierung, hat man ihn schon öfter mit unterwegs gesehen. Wo sind die anderen Officer? Die uns einer ist der Herr, unser Officer Deering ist noch unten in den Zellen. Hm? Okay, okay. War er kooperativ? Bitte? War er kooperativ? Ja, man kennt ja den Herr Roland soweit. Kooperativ, nicht aggressiv. Ja, ein bisschen, ne? Ja, das Übliche halt. Wir können, wenn wir uns mit ihm prügeln würden und so weiter und so fort, aber jetzt nicht, dass er jetzt wirklich aggressiv war, aber ja. Mhm. Übliche bei ihm, sage ich mal so. Und Sie haben ihn auch im Laden noch gestellt und er ist nicht noch abgehauen und ist vor Nein, gefahren? Nein, also er war noch im Laden, als wir eingetroffen sind. Er ist dann nach draußen gekommen nach Aufforderung und hat sich auch ohne Gegenwehr durchsuchen lassen, beziehungsweise auch festsetzen lassen. Ja. Und als Sie ihn dann, als Sie ihn dann aufgegriffen haben, hatte er dann das Messer in der Hand? Nein, hatte kein Messer in der Hand. Das habe ich ihm nur jetzt zum Eigenschutz erstmal entwendet. Genau. Wolltest du noch fragen, Owen? Gut, und die Verkäuferin, die war dennoch so doll eingeschüchtert von ihm, dass sie den Notknopf gedrückt hat, dass sie anfahren mussten. Richtig, richtig. Mhm. Also er hat uns erzählt, dass er was einkaufen war. Ich habe ihn zwar durchsucht, konnte jetzt aber sonst auch nichts feststellen. Also er hatte ein paar Sachen dabei, ob das jetzt aber natürlich da irgendwie, dass er, was er hat da mitgehen lassen oder schon. Aber keine Geldkassetten, ja? Nein, keine Geldkassetten. Mhm. Aber da der Herr Rollins ja jetzt nicht komplett unbekannt ist, haben wir uns da entschieden, jetzt erstmal ihn mitzunehmen. Mhm. Gut. Das heißt, er hat es auch in der Vergangenheit hier und da mal schon Ihnen erzählt, wenn Sie ihn in so einem Laden erwischt haben, dass die Menschen einfach nur voreilig den Knopf gedrückt haben, ja? Ja, dass er einkaufen war, ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir das hören. Können wir uns einmal kurz alle entspannen? Gut. Mhm.
mein Knie. So. Ja, dann gehen wir mal rein, würde ich sagen, oder? Ja, gut. Cool. Dann hätte er mindestens bei den ersten zwei Malen lernen müssen, dass er ein sehr forsches Auftreten hat. Und dann mal ein bisschen... Okay, dankeschön. Also, wäre es jetzt jemand gewesen, den wir noch nie gesehen hätten irgendwo. Aber ich glaube, der Herr Rollins... es ist jetzt leider nicht das erste Mal, dass wir ihn aufnehmen. Er lernt es auch irgendwo wohl nicht, dass er sich vielleicht im Zweifel dann auch ein bisschen zurücknehmen sollte in so einem Laden, nicht wahr? Ja, gut. Alles klar. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, können wir ich warte hier. Also kannst du ruhig mitkommen, Mitch, ne? Ich möchte einen. Der Herr Rollins freut sich über jeden Gast. Ich mache einen Party da unten. Haben die Kollegen zugemacht? Nein. Offen oder zu? Nicht zu. Jetzt. So, ja, bitteschön, einmal rein. Oh, rein in die schöne Bude. Sie kennen ja den Weg, oder? Ja. Bitteschön, ja. Weiter. Oh, wunderbar. Ein Kollege bleibt draußen, ja. Und direkt wieder rechts. Ich habe erstmal nur einen Arbeitstitel, ne? Hallo. Howdy. Howdy. Mr. Rollins, so sehen wir uns wieder. Sie sind so sane. Ja, genau. Absolut richtig. Gucken Sie mal, ich habe noch ein paar Freunde mitgebracht, ja? So wichtig sind sie uns. Ja, so wichtig sind sie uns. Ich lasse sie mal. Ich lasse sie mal mit ihren Anwälten alleine, ja? Genau, wir gehen mal ein bisschen. Ja, ne? Dankeschön. Merci. Tja, brauchen wir ja kaum noch über irgendwas reden, ne? Also vielen Dank für das gute Update. Gerne. Ja, wie gesagt, ist der Herold ist halt wirklich, ich weiß gar nicht. Ich muss mal gucken, wie oft man ihn schon aufgegriffen hat bei dem Ganzen. So oft, ne? Im Zweifel machen wir statt Raubüberfall, weil er jetzt kein Diebesgut dabei hat und sich die Waffe nicht gesehen hat, machen wir eine Nötigung draus. Eine arme Frau. Versuchter Raub? Wissen wir nicht. Naja, ne? Also irgendwann wird die Luft auch dünn. Wenn er es noch immer nicht gelernt hat, wie hier unser Officer meinte, oder Sheriff, Entschuldigung, irgendwann mal ein bisschen zurückzufahren mit seiner Art, dann bruckelt auch irgendwann sein Gerüst. Ja, aber dann ist es ja eher eine Nötigung als ein versuchter Raub, wenn er einfach nur sehr aufbrausende Art hat. Nur weil er eine aufbrausende Art hat, heißt es nicht, dass er was klauen wollte. Gut, was wir da am Ende draus machen, müssen Sie ja wissen, ne? Ja, wir gucken gleich mal, ob er nicht vielleicht den Raub sogar zugibt, ne? Wäre das Beste. Schauen wir mal. Habt ihr hier einen PC, der funktioniert? Ja, hier vorne direkt, ne? Ja, aber der da vorne sollte funktionieren. Okay, probieren wir das mal. Genau, Mr. Kurz, dann kann man schon mal gucken, ob er vorbestraft ist. Ich weiß es halt, ne? Mhm. Ja, da sollte aber einiges Nacktes stehen schon. Bisschen was, ja. Okay, also wenn man den Mann schon kennt, dann weiß man ja schon ungefähr, was einen erwartet, wenn man in diesen Akt reinguckt. Genau. Können Sie darauf zugreifen? Ja, ne? Mr. Gott? Scheiße. Ja. Gut, dann sehen Sie auf der linken Seite Akten. Da klicken Sie mal drauf. Yep. Dann können Sie auf Bürger gehen und geben dann mal Akte suchen, rechts oben. Den Namen Rollins heißt er, glaube ich, ne? Ja, Rollins. Ein. Sheriff? Haben Sie, ne? Packer Rollins. Ja. Genau. Und dann können Sie auf das Auge gehen bei Aktionen. Und dann können Sie sich die schon mal angucken. So, dann haben Sie da so, ne, männlich, Telefonnummer, Geburtsdatum und sowas eingetragen. Das muss man alles händisch eintragen. Dann ist es immer schön, wenn die Officer das schon mal angelegt haben. Dann können Sie sowohl Notizen einmal aufklappen, dann sehen Sie schon, dass die Officer auch ganz fleißig da eintragen, wann sie den mal so antreffen. Ja. Die Akte wird noch angelegt, schätze ich mal ganz stark, ne? Ja, wir haben ja eben erst angelegt. Und wenn Sie Aktenfälle aufklappen, dann sehen Sie auch die ganzen Akten, die mit dieser Bürgerakte verknüpft sind. Aber ein Packer okay, auf Beurteilen, ein paar Mal eingestellt und eine offen. Genau. Mhm. Ja? Dann kann man zum Beispiel die letzte gucken, Überfall 24-7, kann man mal gucken, was er da für einen Strafbefehl bekommen hat für $2000 schon, ne? Das heißt, es wird natürlich, umso mehr die machen, umso teurer wird es auch, ne? Das heißt, man kann sich gerne mal, wenn er was Ähnliches in der Vergangenheit hat, das gerne schon mal anschauen und kann überlegen, okay, das letzte Mal gab es $2000, jetzt wird es wieder teurer. Ja? Aber berücksichtige auch, wie lang die anderen Straftaten schon her sind. Ne? Wenn er mal einen Monat mal ruhig geblieben ist, dann kannst du natürlich, muss nicht reinhalten. Ne? Okay, ja, hier beim 1.9. sehe ich. Okay. Ja. Und Herr Rollins wird auch weitermachen, sobald er hier wieder raus ist, das wissen wir auch schon. Wir könnten natürlich, was haltet ihr denn diesmal irgendwie den Beschluss vielleicht, den kriegen wir nicht umgesetzt. Doch, wenn er jetzt geständig wäre,
Währung zu machen. Rauszuhauen. Genau, das Problem ist, er arbeitet schon nicht, da steht in den Notizen auch extra drin, er verweigert jegliche Zusammenarbeit mit dem Community Center. Und das sind auch die Bewährungshelfer. Ja. Das kannst du knicken. Hatten wir alles schon probiert, glaube ich, mit dem Herr Rollins. Ach ja. So, kann es losgehen, ja? Ach ja. Es kann losgehen, ja. Möchte er selber sprechen oder wollen Sie sprechen? Ich würde hier schon mal ein paar Sachen sagen. Na, erzählen Sie. Ja, wir kennen ja den Mr. Rollins, richtig? Und, ja, richtig. Ja, naja. Immerhin ist er eine ehrliche Seele, er gibt ja meistens so. Ja, das ist richtig. Also ich muss ehrlich sagen, seit dem Gespräch im Community Center bin ich positiv überrascht von ihm. Mhm. Natürlich die Shopbesitzerin, die hat natürlich von Mr. Rollins schon gehört. Und ja, dass da mal Panik dann hochkommt, das kann ich vollkommen verstehen. Er war wirklich nur einkaufen, er wollte sich was holen, was zu essen holen, ein paar Zigaretten, ja, für den Bedarf. Sie haben jetzt gerade das Community Center erwähnt. War er da doch schon mal? Ja, er war. Wann waren wir da? Mit uns. Freitag oder Samstag war das? Samstag. Was hat er da gemacht? Hat er das Sozialstunden geleistet oder? Ja, auch das, ja, genau. Er hatte ein sehr, sehr langes, intensives, positives Gespräch mit den Kollegen dort. Mr. Caldwell war ja auch noch mal kurz mit da. Und also das hat mir echt gut gefallen und ihm auch. Okay. Ja, dann haben wir vielleicht sogar gleich ein Angebot für ihn. Wir gucken mal. Mr. Rollins. Wie gesagt, mich kennen Sie schon. Zane ist mein Name. Ich bin Staatsanwältin. Ja, die beiden Kollegen, den einen sehen Sie jetzt gerade nicht mehr, aber der Herr mit dem Anzug hinter mir, das ist Mr. Kurz, ebenfalls Staatsanwalt. Und der Herr mit dem blauen Hemd, der gerade weggeht, ebenfalls Staatsanwalt. Wunderschön. Ein bisschen wissen, wer hier vor Ihnen steht, ja? So, Mr. Rollins, ich habe schon gehört, ne? Sie haben jetzt irgendwie einen schlechten Ruf, glaube ich, auch hier in der Gegend so ein bisschen. Das heißt, die Dame hat sich direkt erstmal erschrocken, als Sie reingekommen sind. Ja, das passiert mir andauernd in jedem Laden, den ich reinkomme. Das ist echt schlimm. Hatten Sie das Messer mal draußen, aus Versehen vielleicht? Nein, nein, nein. Das haben Sie einfach so zur Selbstverteidigung dabei? Ja, genau. Mr. Rollins, passen Sie auf. Ne, wir sind ja auch keine Unmenschen. Ich kenne Sie eigentlich als sehr ehrlichen Menschen, ja, dass Sie auch gerne mal zugeben, wenn Sie was falsch gemacht haben. Und jetzt habe ich auch mit Ihrer Anwältin gerade gesprochen und die meinte auch, dass Sie sehr gut aktuell mit dem Community Center zusammenarbeiten. Ja, natürlich. Sehr gut. Wir würden also, wenn Sie gestehen tatsächlich, dass Sie vielleicht eventuell die Dame doch bedroht haben, ja, dann würden wir uns darauf einlassen, dass wir dass wir das Ganze zur Bewährung aussetzen. Das heißt, Sie müssen nicht bezahlen, Sie müssen nicht absitzen und Sie hätten keine neue Vorstrafe, müssen allerdings die Auflagen des Community Centers erfüllen. Da Sie aber aktuell so gut mit denen zusammenarbeiten, sehe ich da kein Problem, oder? Ja, aber ich habe ja nichts gemacht, das ist ja die Sache. Also ja, was soll ich gestehen, was ich nicht gemacht habe? Ja, richtig. Das wäre jetzt auch mein Einwand dazu gewesen nochmal. So, ich krieg nichts zu gestehen. Was soll ich gestehen? Gut, alles klar. Dann Mr. Rollins, ne? Vielleicht so als kleiner Hinweis für Sie, damit Sie vielleicht die Lage hier in den Läden wieder ein bisschen beruhigen können, ne? Wirklich einfach entspannt reinkommen. Ich habe von den Officern gehört, dass sie manchmal so ein bisschen, naja, ich weiß jetzt nicht, was man sagen soll, so ein bisschen aufmüpfig reden, nenne ich es jetzt mal. Ach, kommen Sie. Vielleicht das einfach ein bisschen runterfahren. Ja, vielleicht hilft das ja schon. Aufmüpfig reden? Das kriegt Mr. Rollins auch noch hin. Er ist ja, wie gesagt, im Community Center. Das passt schon. Ich glaube auch. Na, nur so als kleiner Hinweis, dass vielleicht die nächste Verkäuferin sich nicht gleich wieder erschreckt vor ihm. Ja, also ich bin eigentlich immer tiefenentspannt und ganz netter Kerl. Also ich weiß nicht, was die Leute machen. Gut. Ich weiß nicht, wie das im Norden tatsächlich ist, ne? Wegen der Tattoos vielleicht. Denken die direkt, sie sind kriminell, ich weiß es nicht. Die zwei Dinger. Ja, genau, die zwei. Die waren bestimmt auch teuer, oder? Ja, ne? Ich habe schon, irgendwie so ein bisschen in Erfahrung gebracht, wie viel so ein ganzer Arm kostet. Also nicht der Arm, sondern das Tattoo. Was denken Sie, was ein ganzer Rücken und eine ganze Brust und Bauch kosten? Du Heiliger. Ja, müssen schon mittlerweile so 30... auf meinen Körper sein. Ja, richtig. Ich weiß ja, wollen die Leute alle Öl fahren gehen, die wollen sich alle nur Tattoos leisten. Ja gut. Naja. Also Mr. Rollins. Ja? Ja. Bleiben wir dabei? Sie versuchen sich ein bisschen, ne, ein bisschen Freundschaften wieder mit den Verkäufern zu schließen, damit sie wieder ganz normal einkaufen gehen können. Natürlich. Dann dürfen sie gehen, ja? Mach ich. Wunderbar. Kann raus. Kriege ich mein Messer zurück eigentlich? Kriegen Sie. Kriegen Sie. Ja. Okay, wunderbar. Genau, er kriegt sein Messer zurück und kann raus, ja? Okay. Vielen Dank.
Kann ich noch irgendwo was zu dem Community Center nachlesen? So, also, erstmal, ne, also, ich weiß, Owen wollte da jetzt reinhalten, weil er es halt nicht versteht und so weiter und so fort, ne, ich dachte mir jetzt, komm, jetzt arbeitet doch mit dem Community Center zusammen, obwohl in der Akte definitiv drinsteht, er tut's nicht. Ich glaube, er ist vielleicht auf einem besseren Weg und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich kann ihm eh nichts wirklich nachweisen. Deswegen lasse ich ihn jetzt nochmal gehen. Da arbeitet jeder so ein bisschen unterschiedlich, ne? Wenn sie jetzt, keine Ahnung, wenn sie jetzt ein Grant wären, würden sie einen Strafbefehl rein? Okay, wir müssen uns entscheiden, entweder du oder sie. Also ich bin immer gerne du. Okay, Joey, hi. Joey? Joey. Joey, Joey, hallo, ich bin Liv. Liv, Joey. Hi. Grant, also Ethan zum Beispiel, hätte da jetzt, glaube ich, einen Strafbefehl reingehauen. Ich glaube, Owen auch. Und hätte dann geguckt, wie die Anwälte darauf reagieren. Ne? Vielleicht den Strafbefehl so niedrig machen, dass sie nicht vor Gericht ziehen wollen deswegen. Also so, keine Ahnung, 500 oder 1000 Dollar oder sowas. Ne? Das sind so die verschiedenen Ansätze, die man da halt fahren kann. Gibt es zwecks Gericht dann eine bestimmte Summe, bis zu der das gehen kann? Nö, 500 Dollar kannst du vor Gericht gehen. Okay. Spending. Muss... Kannst halt dazu sagen, dass es vor Gericht wahrscheinlich keine 500 Dollar mehr bleiben, ne? Mhm. Aber prinzipiell ist jedem halt, wenn man hier einen Strafbefehl ausstellt, muss man sie auch kurz darüber belehren, also zumindest, man muss es nicht, aber ich mach's gerne, dass sie jetzt 72 Stunden haben, um Einspruch zu erlegen, einzulegen gegen diesen Strafbefehl, wenn die sich absolut ungerecht behandelt fühlen. Und sobald die Einspruch einlegen, würde es vor Gericht gehen, das Ganze. Wenn die sich innerhalb von 72 Stunden nicht melden, kommen sie auf die Fahndungsliste, weil dann haben sie ihn automatisch angenommen. Aber noch nicht bezahlt. Ja, das ist so quasi der Ablauf dann hier nach. Die meisten bleiben aber entweder direkt hier, weil sie sagen, ich möchte gerne das als ersatzhaft absitzen. Ja, also ja, die bleiben dann noch. Ja, klar. Ja. Das Messer kriegt er jetzt wieder oder kriegt er nicht? Kriegt er. Ja, okay. Also er wird frei oder was? Ja. Gesprochen von euch. Ja. Okay, gut. Gut, dann kriegt er das Messer wieder. Die meisten sagen dann, ja, nee, ich bleib dann hier direkt in den Zellen und sitze die 20 Minuten, ne? Also wenn es jetzt 1000 Dollar sind oder so, sitze ich direkt mit ab. Wenn es 500 Dollar sind, bezahlen die meisten und so weiter und so fort. Das sind so die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt. Okay. Nur für euch, irgendwie für die Zukunft. Ich habe in seine Akten mal geschaut und er war schon mal im Bereich Sandy unterwegs und hatte da mal einen überfallen, sodass man da gegebenenfalls auch mal schauen kann, okay, wie plausibel ist seine Geschichte, ne? Wiedersehen, schönen Tag noch. Und dafür wurde er, glaube ich, schuldig gesprochen, wenn ich das richtig sehe. Ja, das war ich, glaube ich. Ach ja. Gut. Genau. Was war jetzt? Ich habe es jetzt gerade, also freigesprochen. Ja. Okay, gut. Ja. Wie machen wir das jetzt mit der Akte, wenn jetzt im Prinzip schon alles abgehandelt ist? Wir tragen alles ein, Übergabe DOJ oder was? Genau. Hattet ihr ihn auch selber schon befragt vorher? Ja, also im Prinzip nur, was wir direkt vor Ort, was er uns erzählt hat, dass er einkaufen war und wir haben ihn dann... Ja, genau. Das tragen sie auch noch bei Täteraussagen mit rein. Okay. Und dann ihre Aussage mit rein. Und dann dürfen Sie gerne Sane irgendwo unten reinschreiben, dann ist das meine Akte. Ah, alles klar. Ja? Eine Frage hätte ich jetzt tatsächlich mal. Wir hatten vorgestern nochmal einen Fall, wo wir jetzt ein bisschen irritiert waren, bezüglich der Rechte. Ist das, also, ist es ein Muss? Wann ist es ein Muss? Die zu verlesen, meinen Sie? Ja. Müssen Sie nicht. Jeder kann selber lesen und kann sich seine Rechte informieren. Okay, Sie müssen eigentlich nicht vortragen. Aber ich weiß, dass Ihr Chief das gerne möchte. Okay, weil damit ist es eine Dienstanweisung. Wieder eine längere Diskussion mit dem Herrn Lettner. Also damit ist es eine Dienstanweisung und da hat er mit Dienstanweisung hat der Lettner nichts zu tun. Da kann er sie nicht bestrafen für. Aber es gibt kein Gesetz, das ihnen vorschreibt, dass sie die Rechte verlesen müssen. Mhm. Jeder Bürger kann sich selber darüber informieren und weiß theoretisch, dass er sich einen Anwalt nehmen darf. Okay, das heißt, Entschuldigung. Ihr Chief kann halt einfach nur sagen, nee, deswegen degradiere ich dich oder ich habe keinen Bock mehr auf dich und kündige dich, aber strafrechtlich nicht. Ja, ja. So, ne? Wie ging es ja darum, weil uns der Herr Lettner vorgestern da versucht hat, Herr Lettner versucht viel, wenn der Tag lang ist. Ja, ja, ich weiß. Und der Aussage, wir hatten halt ein Gespräch mit dem Täter und von wegen dieser Aussage wäre nicht verwertbar. Nein. Ist sie, immer. Gut. Ich wollte mich nur mal Selbst wenn sie denen die Rechte verlesen, alles, was sie vorher gesagt hatten, kann trotzdem gegen die verwendet werden. Gut. Weil sich jeder über seine Rechte selber informieren darf in diesem Staat. Richtig. Na? Gut, ich wollte mir nur mal 100% jetzt, dann ist es geklärt. Wunderbar. Und teilen Sie uns das auch unbedingt mit, wenn er Ihnen was anderes gesagt hat vorher, ne? Haben Sie da keine Scheu vor? Ja, ja. Dann irgendwie uns zu sagen, ja, aber uns im Auto hat er doch gerade gestanden, ne? Wir brauchen das. Ja, nee, gut. Ja, sowieso. Bloß unbedingt durch eure Leute durch. Nicht, dass es irgendwann mal einbricht. Wir hatten hier und da mal auch Fälle,
Da haben dann schon alleine, wenn man die festsetzen wollte auf der Straße, haben die nach Anwalt gebrüllt. Und dann waren irgendwann Officer so verunsichert, auch von der Internen halt her, weil die Angst hatten vor der Internen, dass die einfach wirklich auf den Anwalt gewartet haben. Also ne, wenn ihr in einer Maßnahme seid, habt ihr alle Mittel, ne, die verhältnismäßig sind, den festzusetzen und erstmal mitzunehmen, ne? Ja. Okay. Ja, wir hatten halt vorgestern wieder einen Fall im Staatsgefängnis und da haben wir eigentlich mehr oder weniger auch die Ansage, da gar nicht mehr lange rumzumachen. Da wird alles eingepackt, was da irgendwie rumhat. Ja, genau. Weil das ist da oben, das hat irgendwie Züge angenommen in der letzten Zeit. Ich weiß auch nicht, was sie alle da drin wollen. Ich kann es Ihnen auch nicht sagen. Also, es ist ein Staatsgefängnis. Also, ich kenne das normalerweise, dass die Leute da ausbrechen, aber dass so viele Leute da einbrechen, wundert mich. Ja, ich weiß nicht, ob es darum geht, irgendwie Sachen zu platzieren. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, die klauen die Erbsensuppe oder so. Die wollen keine 1,20 dafür bezahlen. Das hat uns vorgestern tatsächlich einer erzählt. Ja. Die Saftpäckchen. Ja, genau. Ja. Gut, nö. Ich habe vielleicht noch eine Frage zu dem Fall eben. Wie ist das für euch, wenn wir jetzt sagen, hey, das ist ein Freispruch? Könnt ihr das nachvollziehen? Ist dann eure Arbeit? Fühlt sie sich weniger wertig an oder wie geht es euch damit? Ach nö, alles gut. Nö. Also, aber, ihr habt ja schon gesagt, ihr habt ihn jetzt einfach mal mitgenommen, ne? Weil ist halt schon bekannt. Ja, jetzt hat er halt 30 Minuten keine Zeit gehabt, noch ein neues Schöppchen zu machen, muss man sagen. Ne? Ich glaube, das war der einzige Grund. Ja, da bin ich ehrlich, es kommt auch immer drauf. Wie gesagt, beim Herr Roll ist halt so, er hat uns schon so oft die Geschichten erzählt, wir haben ihn so oft schon aufgegriffen. Ja, da ist halt auch unsere. Also da nehme ich mir ehrlich gesagt die Zeit und nehme ihn mal mit. Wäre es jetzt vielleicht irgendjemand anderes gewesen, hätte ich es mir überlegt, aber bei so einem, ich weiß gar nicht, wie viele Akten er hat. Ich glaube, es waren wie viele? 2 Seiten eben, oder? Ja. Also, 15 oder so, glaube ich. Und da kann es ihm auch ruhig mal wehtun. Ja. Sag ich, wie es ist. Ihm ist quasi die Zeit damit geklaut und damit hat er seine Strafe. Okay. Richtig. Nee, alles müsste gut. Jetzt aber auch langsam los. Tatsächlich. Ja, ich auch. Um 20.30 Uhr. Wunderbar, ja, dann mache ich die Akte und. Perfekt, einfach Zane unten reinschreiben, ja? Z-A-N-E. Z-A-N-E. Jo. Wunderbar, mache ich. Danke, ciao. Jo. Man sieht sich. Achso, kommen wir oben raus? Danke. Ja, genau. Ja. Achso. Wir können nicht aufhören. Raus. Dann können wir nämlich auch oben an den PC. Mal die Türen auf. Jo. Oh. Vielen Dank. Wiedersehen. Schönen Abend euch. Schönen Abend. Ciao. Ecker, kommst du nach Hause? Ja, ich hab gleich kommt Taxi, alles gut. Gut, wunderbar. Guten Tag noch. Danke, gleichfalls. Und bleiben Sie anständig. Ja. So, bitte. DOJ? Würden Sie mich, warten Sie, ich komme nochmal nach vorne, würden Sie mich einfach... Ja, einfach nur mal markieren. Hier bitte rausschmeißen, das wäre super. Wunderschön. Taxi. Und was vielleicht für dich auch recht wichtig ist, also jetzt für die nächste Arbeit, ich hatte mir mal so den Verlauf, oder Liv und ich hatten uns mal den Verlauf der Gesetzesgebung hier angeschaut. Und zwei wichtige Punkte, die ja den einen oder anderen überrascht haben oder auch bei den Anwälten dieser Stadt noch nicht ganz angekommen sind, ist zum Beispiel, dass Körperverletzungen anzeigepflichtig sind, egal wie hart sie waren, solange keine Waffe benutzt wurde. Also quasi die schwere Körperverletzung mit Fäusten ist immer noch anzeigepflichtig. Das verwirrt halt viele. Das hat auch den Chief, den DA gestern noch verwirrt. Und das andere, was auch recht relevant ist, oder jedenfalls auch wohl recht neu hier in diesem Staat, dass die Waffen, mit denen die Tat begangen wurde, nicht herausgegeben werden. Die werden konfisziert für immer. Die werden angezogen. Sie nachgewiesen bei dieser Tat dabei waren, also wenn die quasi Tatbestand sind, ja? Wenn zum Beispiel hier jetzt in diesem Fall wurde er freigesprochen, deswegen hat er sein Messer auch wiederbekommen. Logisch. Ne? Okay. Und es gibt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es gibt keine verbotenen Waffen. Waffen müssen nicht registriert sein, man braucht keinen Waffenschein. Man kann offen tragen, solange man niemanden damit offensichtlich bedroht. Ist alles erlaubt, ja. Mhm. Also du kannst dann halt nicht sagen, so, oh mein Gott, der hatte eine AK dabei, sondern ja, so, ein gutes Recht. Gibt es Leute, die mit einer AK rumlaufen? Ja. Noch nicht. Zweifel? Okay, noch nicht, alles klar. Ich glaube auch Waffenhandel, ne? Und das Waffenhandel ist alles nicht verboten. Ja, genau. Okay, das war jetzt natürlich ein relativ simpler Fall und der wirkte auch einigermaßen kooperativ, zumindest uns gegenüber. Ja.
Deswegen, ich finde es gut, dass er jetzt doch mit dem Community Center zusammenarbeitet, weil von Vayne da ja so explizit reingeschrieben wurde, dass er das nicht tut. Mhm. Vielleicht kriegen wir den ja noch irgendwie, wenn man da so ein bisschen milde walten lässt, ihn auch auf die richtige Spur schauen. Okay, das habe ich dann vielleicht nicht richtig gelesen. Wo hätte ich sehen können, dass in den Notizen stand das. Stand ein Kürzel daneben? Also, dass er nicht mit dem Community Center... Ah, okay, davor. Da, dann hätte ich das besser lesen müssen. Alles wir klar. Machen das immer mit eckige Klammer auf, DOJ und dann ihr Nachnamen. Deinen Nachnamen, Joey. Und dann eckige Klammer wieder zu, damit immer jeder weiß, wer da was, wann, wie eingetragen hat. Alles und klar. Am besten immer auch mit Datum und Uhrzeit. Und vor in den Titeln der einzelnen Akten, da hauen wir mal unsere Kürzel ganz Unlucky vorne Klaus. Rein. Unlucky Klaus, Hallöchen, so wussten wir zum Beispiel, Follow. Dass Caldwell die letzten 5 Akten von ihm verhandelt hat. Mhm. Ja, irgendwie zum Beispiel jetzt bei mir wäre es OC, dann so ein Bindestrich und dann einfach der, LV, genau. Die Überschrift. Ja. Okay, und wie war das jetzt mit den Sheriffs? Also wo haben die angerufen, dass... Da wir haben eine Leitstelle. Ich wende kurz, Moment. Wenn Sie einmal auf Ihren Chip gucken, Sie haben da jetzt in Ihrem Handy so einen Chip eingebaut, da können Sie auch eine Leitstelle anmelden. Dann kriegen Sie die Anrufe auch. Achso, wenn mehrere einfach... Leute an der Leitstelle angemeldet sind, dann ist es random, wer angerufen wird. Okay. Ne? Gut. Muss ich dann bei der Leitstelle noch irgendwas beachten? Es geht immer der Reihe nach. Und wenn die Reihe zu Ende ist, fängt es von vorne an. Was meinen Sie mit beachten? Ja, außer dass mich jetzt ein Polizist anruft und sagt, hey, ich soll von A nach B. Da rufen nicht nur Polizisten an. Rufen manchmal auch Bürger an, da rufen manchmal andere Leute an, Rechtsfragen, andere Fragen, weil Fragen, die nichts mit ihnen zu tun haben, weil die 913 nicht besetzt ist und solche Sachen. Mhm. Einfach nett. Also ich hab das Ding einfach nett sein. Andere Leute wie Grant zum Beispiel sind einfach immer unnett, damit die Leute nicht so häufig anrufen. Ja? Ja, auch da müssen sie, da musst du deinen eigenen Weg finden, Joey. Alles klar. So, ich bin schon eine Minute zu spät, ich muss los. Ich schaue mir die Akten dann gleich noch auf an. Auf Wiedersehen, ciao. Aufgenommen. Hallöchen. Hallo. Bonjour. Was für dich? Ach, da ist Wunder. Wie telefoniert? Kriegst du jetzt einen Kaffee, ohne jemand unseren Gast das anzubieten? Ach schon. Ich hab schon meine Tagesdosis erreicht. Alles gut. 625 Milligramm Koffein. Daran soll es nicht scheitern. Ich muss mal wieder auffüllen den Kühlschrank mit Kaffee. Kommt aus dem Kühlschrank. Kaffee. Ach, Miss Zane. Hallöchen. So schnell sieht man sich wieder. Ja, eben, ne? So schnell geht's. Ja, dieses Pulvermix-Zeug kommt im Kühlschrank, wo Milchanteil drin ist. Machst du denn die Kapsel, machst du in den Kaffeemaschinen? Ich sprechen kann ich auch nicht mehr. Wenn machen wir richtige, und noch keinen andere Kaffee. Und wunderbar, ist wieder. Vielleicht sollten wir ihr so ein Stöpselchen fürs Ohr kaufen. Ja. Aber dann kriegen wir gar nicht mehr mit, dass sie telefoniert. Obwohl, nee, doch, sie rennt rum. Der Kreislauf. Genau der. Wunder macht auch immer so Strecke und die meisten laufen immer nur so im Kreis. Wunder macht richtig Strecke, wenn sie am Telefonieren ist. Hier spart sie sich die Sporteinheiten. Eigentlich sehr klug. Ruf doch mal einer jetzt Harvey und Wanda zu. Okay, wir spielen jetzt Pisspot. No, spielen wir nicht.
Okay, warum schreibt das Empire unter diese ganzen Cringe-Fotos jetzt überall drunter cute und so? Bei Season hatte ich ja nach rechts geswiped. What the fuck? Versuchen die gerade den Ruf zu steigern, ja? Was ist da los? Unter den ganzen Cringe-Bildern, ja? Naja. Steht das schon. Ich frag mich gerade, hat Daniel heute wirklich aufgemacht? Weil ich sehe keinen Beitrag dazu. Was ist da los? Wasch los. Hohe Eröffnung. Willkommen zurück. Danke. Hattest du den Herrn Wagner, Ja, habe ich gerade. Hohe Eröffnung, Daniel. Danke. Jetzt später? 21 Uhr vielleicht? Ich bin auch noch auf Harvey warten. Naja, 22 Uhr. Hat er verschoben. Oh Gott, Natascha, du hast heute wirklich ganz schlechtes Mikro. Oh Gott. Oh, unangenehm. Und ich belohne, ich mag dich sehr gerne, aber heute hast du wirklich ganz grausame Mikroqualität. Ja. Ah. Oh. Ja, stimmt. Ich habe meine Marke noch. Ich glaube, es ist mittlerweile auch so dunkel, dass man mal die Brille ausziehen kann. Ne? So, jetzt Taktikbesprechung, Senatssitzung morgen. Bin gespannt. SPD-Organ fährt schwarze Zivilautos. Welches wohl? Also die Frage hat er sich doch gerade selber beantwortet. Schwarze zivile Autos. Nee, da beantworte ich gar nicht drauf. Ich höre einfach so, als hätte ich es nicht gehört. Vielleicht sollten wir ihnen so einen Telefonflat geben. Hm. Meinst du, das hilft? Ui, das ist nach maximal 5 Minuten. Das ist nicht so. Achso. Oder ein Implantat. Aber das war ein geplantes, längeres Telefonat. Achso. Ich dachte jetzt, so eine Flat, die nach 5 Minuten jedes Telefonat abbricht. Hallo, Harvey. Hallo. Hast du Zeit oder musst du gleich wieder telefonieren? Wir haben um 21 Uhr einen Termin. Ja. Ich habe jetzt aber kurz Zeit. Okay. Bis 21 Uhr. Ja, wollen wir das hier draußen machen? Möchtest du rein? Ich würde es vorschlagen. Also, rein und jemand kommt mit. Ja. Na dann. Wir sagen, wir kommen alle mit. Ach so. Gut. Ich habe gerade mit dem Herrn Grant gesprochen. Mhm. Ach, das wegen der Vorwürfe, ja. Richtig. Dass sie endlich mal dazu geäußert, ist ja toll. Er hat sich jetzt dazu geäußert, genau. Er sieht es natürlich ein bisschen anders als ich, wie soll es auch anders sein? Aber ich weiß auf jeden Fall, was seine Empfehlung sein wird. Mhm. Also er empfiehlt dem Richter eine strenge Ermahnung. Mehr sieht er da jetzt nicht. Mhm. Er sieht da jetzt schon eine Verletzung nach 2-2. Aber ich sehe es ja ein bisschen anders. Er möchte den zweiten Satz ausklammern. Ich sage, der zweite Absatz definiert, was der erste Absatz bedeuten soll. Ja, wenn er das nicht tun würde, dann, also wenn man den ausklammern würde, dann kann man das ja in jeden Gesetzestext machen, ne? Genau. Also, der steht da halt. Genau, und bezieht da sprachlich direkt Bezug auf den ersten Satz. Deswegen ist es auch schwierig, den auszuklammern. Aber, naja. Okay, ich habe mir auch nochmal Gedanken darüber gemacht und vielleicht sollten wir auch tatsächlich ein bisschen darauf hinaus, dass ich ja, also es geht ja im Endeffekt darum, dass ich als Geschädigte diese Anklage gemacht habe. Ich glaube, wir sollten einfach nochmal klarstellen, dass ich gar nicht wirklich geschädigt in diesen Fällen bin. Denn was ich gemacht habe, ist ja, ich war dort, um für einen Fall zu ermitteln. Das heißt, erstmal in diese Situation gekommen bin ich aufgrund dessen, dass ich Ermittlerin bin. Ja?
Geschädigte bin ich auch nicht wirklich, weil wir wollten ja im Endeffekt nur diesen Betrug quasi aufzeigen und ich habe nie etwas bezahlt. Aber in einem anderen Gespräch hatte Mr. Calvert halt immer gesagt, zugegeben, ja, wir möchten diese 250 Dollar. Ja, manche haben das schon bezahlt, manche bezahlen das halt nicht. Und ja, ich habe gesagt, sie dürfen den Platz nicht verlassen, wenn sie das nicht bezahlen und wie ist das, ja. Aber wirklich geschädigt wurde ich ja nicht. Und im Endeffekt war das alles ja schon aufgrund eines Falls und ich habe dann meine Ermittlungen quasi erweitert. Es geht ja um die Akten 72771 und die 14811. Mhm, die, genau. Die Akten liegen mir halt nicht vor, die müssten wir uns zusammen mal angucken. Mhm. Ich kann dir gerne die Aussagen mal vorlesen, die ich da reingeschrieben habe. Die Akten sind halt auch nicht groß, weil da ist meine Aussage drin, da ist die Aussage drin, die im Endeffekt dann bei diesem Verhör durch Kilpatrick noch eingetragen wurden von mir und mehr ist da auch nicht drin. So, hier eingestellt. Also, Tathergang steht bei der einen Akte. Prosecutor Zane und Callahan und Security Vionk waren wegen eines Falls bei 7048 bei Verlassen eines der Grundstücke von TV1 und TV2 ist oben definiert, angesprochen wegen fälliger Zahlung. Aufgrund von fehlenden Gesetzesgrundlage, Verwehren der Zahlung, Deeskalation der Situation durch Verlassen der Situation. So, Täteraussage von Calvert. Ja, ich habe das Geld gefordert. Ja, man braucht ein Arbeitsvisum, um hier zu arbeiten. Ja, die Aussage, dass man nicht gehen darf, bevor bezahlt wurde, ist richtig. Aussage von mir zu diesem Fall. Für einen Fall mussten wir ein Grundstück des Postalcodes 7048 begutachten. Als wir das Grundstück wieder verließen, wurden wir von TV1 und TV2 angesprochen, dass alle Anwesenden, auch alle anwesenden Officer, die für das Abschleppen eines defekten Streifenwagens vor Ort waren, als Arbeitserlaubnis 250 Dollar zu zahlen haben und den Bereich erst verlassen dürfen, sobald alle bezahlt haben. Daraufhin habe ich den Herren klargemacht, dass dieses Grundstück dem Staat San Andreas gehört und nicht dem British Empire, weshalb sie keinerlei Befugnis haben und habe alle Anwesenden informiert, dass sie keine Zahlungen leisten sollen. Da die Situation daraufhin zu eskalieren drohte, verließ ich mit den Kollegen den Ort. Gut, diese Akte ist ziemlich einfach. Ich meine, das Empire hat ja ziemlich klargemacht, dass die 250 Dollar ja nicht verpflichtend sind zu zahlen, dass das ja mehr oder weniger eine freiwillige Spende ist. Somit haben wir hier gar keinen Geschädigten, weil ist halt so. Mhm. Weil wärst du jetzt eine Geschädigte gewesen, hätten die Herren vom Empire vor Gericht ja gelogen. Weil dann wird das, was in der Akte drin steht, ja stimmen. Ja. Das heißt, der Freispruch von dem Ding ja grundsätzlich, ja. Also wie gesagt, ich sag mal ziemlich eindeutig. Genau, ich habe einfach meine Ermittlungen quasi im Endeffekt erweitert und war ja nie geschädigt. Ich habe ja weder bezahlt, noch ist mir irgendwas körperlich passiert. Genau, so. das ist ja auch quasi, das wurde ja vor Gericht so ausgesagt, dass euch ja nichts passiert ist. Ergo, was du halt, ja, keine Geschädigte, das passt. So, die andere Akte, wieder TV1 und TV2, Tathergang. Anfahrt Empire. Abgefangen durch TV1 und TV2 vor der Sandsackbarrikade. TV1 verlangt Geld. Zane verweigert Zahlung und tritt hinter die Sandbackbarrikaden. TV1 zieht im Rücken von Zane eine Waffe, wird von Security sofort unterbunden. TV2 versucht zu vermitteln, Verlassen der Situation zur Deeskalation. Aussage von dem Tatverdächtigen ist einfach nur, sprechen Sie einfach mit meinem Anwalt. Und Frau von Winewood hat im Beisein des Anwaltes mit Mr. Lettner das Verhör verweigert wegen Belanglosigkeit. Das war ihre Aussage. Meine Aussage, ich wollte für Ermittlungen zu einem Fall das Gelände des sogenannten Empires betreten. Aus Sicherheitsgründen war ich in Begleitung von Vionk und Rüttler, Security des DOJs. Schon an der Barrikade kamen mir TV1 und TV2 in einem Fahrzeug entgegen und hielten uns auf. Ich wurde nach dem Grund des Besuchs gefragt und sollte dann 250 Dollar bezahlen für ein Visum. Dies habe ich aufgrund von fehlenden Rechtsgrundlagen abgelehnt und setzte meinen Weg zu Fuß fort. Als ich hinter die Sandsackbarrikaden trat, hörte ich Herrn Rüttler rufen, stecken Sie sofort die Waffe weg. Als ich mich umdrehte, hatte TV1 eine Waffe in der Hand und verweigerte mir eindringlich den weiteren Zutritt. TV2 versuchte zu vermitteln. Um die Situation wieder zu deeskalieren, verließ ich mit der Security das Gelände. Hier kann man ja zugutehalten, dass ich überall mit reingeschrieben habe, dass TV2 zu belastenden Umständen immer vermittelt hat. Ja? Entlastenden Zuständen. Entschuldigung. Mhm. Das habe ich ja überall mit erwähnt, ja, dass TV2 quasi immer vermittelt hat.
Wenn ich wirklich parteiisch gewesen wäre, dann hätte ich das ja nicht reingeschrieben. Aber auch das sehe ich jetzt in diesem Fall als unproblematisch. Ich meine, wie du ja schon sagtest, du hast das Ding als im Auftrag als Prosecutor, als du Ermittlungen anstellen wolltest. Wurde ich in meiner Arbeit behindert, genau. Ist dir deshalb quasi widerfahren und du wurdest in deiner Arbeit behindert. Geschädigt bist du in diesem Fall auch nicht. Es gibt keine Körperverletzung. Was hast du in dieser Akte angeklagt? Wir haben auch die Nötigung mit angeklagt, den beiden. Wollten aber eigentlich auf den Betrug hinaus. Ja gut, Nötigung. Im Endeffekt bist du die Geschädigte einer Nötigung, potenziell. Das kann man schon, wenn man es unbedingt sehen möchte, sehen. Dennoch finde ich das Ding jetzt gerade für absurd, weil ich meine, es ist dir direkt widerfahren und es ist unter Zeugen passiert. Ist die Nötigung oder die versuchte Nötigung gemacht? Weil im Endeffekt konntet ihr einfach ziehen. Ich weiß es ehrlich, aber das hatte ich gar nicht mehr. Und es steht auch nirgendwo in der Akte drin, da steht einfach nur freigesprochen. Also eigentlich weiß keiner mehr, was wir überhaupt verurteilen wollten. In der Akte steht nur drin, freigesprochen. Nicht für was. Also rein theoretisch könnten wir das mit der Nötigung einfach weglassen und wollten ja nur den Betrug anzeigen. Wenn ich kurz zwischengrätschen, wenn es ein Auftrag der Arbeit ist, dann dürfte kein Polizist irgendwen anzeigen, wenn er mal geschlagen wurde. Hier geht es nicht um die Anzeige. Es geht darum, dass ich das angeklagt habe. Genau, hier geht es um die Verfolgung des Ganzen. Und ich würde auch da dann halt wieder sagen, dass wir halt dann davon abgesehen haben, einen Strafbefehl dazu auszustellen, sondern halt das auch noch vor einen Richter getragen haben, mit Absicht. Mhm. Und dann den als neutralen Entscheider quasi darüber urteilen zu lassen. Das macht morgen welcher Richter? Chief Justice Delanois und Hawkins werden im Senat sitzen. Mhm. Okay. Kilpatrick wollte eigentlich ganz gerne, um das so ein bisschen gegenzuwirken, aber der war ja mit beteiligt in der Taskforce, deswegen darf er nicht. Wir könnten ihn höchstens als Zeugen mit aufrufen. Callahan hat sich auch schon bereit erklärt als Zeuge, um so ein bisschen die Sachen zu verdeutlichen, dass wir immer alles in der Taskforce zusammen entschieden haben. Und wie ich so quasi an die Akten rangegangen bin, zu erklären, wie meine Arbeit so abgelaufen ist und so weiter. Mhm. Er würde sich als Zeuge bereit erklären. Kilpatrick habe ich noch nicht gefragt. Ja. Also, würde das Angebot von Callahan tatsächlich in Anspruch nehmen, weil, wie gesagt, er kann halt sagen, wie ich so auf diese Akten reagiert habe, ob ich die unbedingt durchdrücken wollte, ob wir da wirklich entspannt drüber gesprochen haben und so weiter. Ich glaube, das könnte auch nochmal ein entspanntes Lied dann geben. Als Knackpunkt sehe ich allerhöchstens die Akte 2. Die Akte 1 ist sehr eindeutig, weil ich sage mal, da hat der Tatverdächtige alles da, ich sag mal, in der Aussage eigentlich schon zugegeben. Mhm. In der zweiten Akte gibt es halt die Aussageverweigerung. Mhm. Dennoch finde ich es sehr absurd, da jetzt quasi eine COCP2 rauszumachen. Muss ich jetzt hier gestehen. Und das habe ich ja auch schon gestern klar gemacht. Ich verstehe es halt auch nicht, warum man jetzt... Man bindet da am Ende zwei Richter und den DA in einer Senatssitzung, ja? Das ist ein Punkt, den sollten wir so morgen nicht ansprechen. Natürlich nicht, aber ich spreche es jetzt hier an. Wo man im Endeffekt sagen kann, okay, selbst wenn man das sehen würde, ja? Dann, keine Ahnung, soll mich der DA für 3 Tage suspendieren und dann ist gut. Punkt. Ja gut, der Senat ist ja das...
die Instanz, die darüber ja entscheidet. Ich meine, die Suspendierung kann nicht einfach so passieren. Na gut, ich kenne das anders aus Boston, ehrlicherweise. Ja, aber... Was dann jemand entscheidet, ist Dienstherrenaufgabe und der Dienstherr entscheidet dann, was damit passiert. Ja, das würde aber ad absurdum führen, dass ihr als Staatsanwälte in eigener Regie handelt, dass ihr selbstständig handelt. Das, was ihr gemäß COCP dürft und sollt und müsst. Ja, also darüber entscheidet ja eigentlich ein Richter, ne? Dass da jetzt ein, ich sag jetzt mal, Sonderermittler aus Staatsanwaltsreihen gemacht wurde, das ist ja quasi eine Richterentscheidung. Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, warum jetzt ein Staatsanwalt als Sonderermittler ausgewählt wurde. Aber das ist ja Richterentscheidung, wie du schon sagst. Das darf ja quasi jeder. Also. Ja, die hätten auch dich fragen können. Mountcastle möchte mir nicht als Sonderermittler, ich habe schon gefragt. Ah, okay. Hat gesagt, wenn es mir so wichtig ist, dass ich was gegen das Empire tue, und wenn es mir um Recht und Ordnung geht, dann kann ich doch bitte Staatsanwalt werden. Ich habe gesagt, nein, danke. Aber dem Herrn Mountcastle liegt es anscheinend nicht an Aufklärung, dem liegt es eher an irgendwas. Aber naja. Aber nochmal, wenn da morgen wirklich... Miss Sane, was nicht so gut laufen würde, würde das ja, wie nennt man das, Prädestivbeispiel geben für zukünftige Arbeiten eines Staatsanwalts. Sie dadurch wahrscheinlich sogar behindern. Ich würde nicht behaupten, dass irgendein Urteil morgen Präzedenzeffekt hätte. Vor allem, weil das Senatssitzungen sind ja nicht öffentlich. Genau, es ist eine Senatssitzung, sie ist nicht öffentlich und letztendlich geht es ja darum, es sind ja Fall-zu-Fall-Entscheidungen. Und für mich, Präzedenzfälle sind irgendwo ab Richtung Bundesrichter, wenn da mal einer gerufen wird, wenn jetzt quasi der Chief Justice, es sind halt irgendwelche Fälle, wo man, ich sag mal, eine Richtung sagen kann, wohin es gehen könnte. Aber so wie ich den Chief Justice jetzt mittlerweile festgestellt habe, es gibt gar keine Richtung, in die er marschiert. Denk mal, Liv, du wirst mir da zustimmen. Es gibt da keine klare Linie, wie er entscheidet. Das ist verweigere die Aussage. Ist in Ordnung. Ich sage jetzt hier mal für aus, das heißt tagesformabhängig. Ich wollte eigentlich sagen, ich sage nichts ohne meinen Anwalt, dann ist mir eingefallen, naja, ist auch egal. Gut. Wir sind ja hier innerhalb der Kanzlei und jeder ist ja hier zu und so Verschwiegenheit. Das ganze Thema mit dem COCP, dem muss nachgegangen werden, natürlich, wenn jemand den Antrag stellt. Dass Herr Lettner diesen Antrag gestellt hat, ist mir klar, dass der Herr Grant da wirklich einen Verstoß gegen 2.2 sieht. Ja, bringt mich auch manchmal zum Bellen. Finde ich sehr wild. Weil ich meine, es gibt halt genügend Punkte. Wie gesagt, man kann streiten über die 14811. Mhm. Dennoch hast du ja quasi alles das gemacht, was ja auch als Staatsanwalt da dasteht. Ja. Ich meine, es gibt halt nichts Entlastendes gegen ihn, weil er nichts ausgesagt hat. Es gibt nur Belastendes, was du selbst wahrgenommen hast und andere auch. Mhm. Und jetzt den Weg zu nehmen, jetzt keinen Strafbefehl rauszuschicken, wo es dann ja wirklich auch bedeutet, dass du so unparteilich sein musst, weil du dann ja kurzfristig, ich sage mal, die Arbeit des Richters übernimmst und ihm ja nur einen Deal anbietest und er ihn annimmt oder ablehnt. In diesem Fall sagst du ganz einfach, ja, hey, ich sehe jetzt das und das, ich sehe jetzt Folgendes und lieber Richter, entscheide. Gerade das ist ja quasi das Zeichen für dich, dass du es halt unparteilich machen wolltest. Ja. Und das werden wir auch definitiv so sehen, so zeigen. Und aber ich sage da ganz klar, wenn ich mir den Mittwoch anschaue, weswegen Menschen aus Notwehr handeln durften, weiß ich nicht, wie das da morgen ausgehen wird. Bin ich auch sehr gespannt. Ja. Na gut. Dann sage ich Kellerin noch Bescheid, wer Zeuge bereithalten soll. Ja. Und dann wird das unser Ding sein. Ich glaube jetzt nicht, dass wir da irgendwelche komischen Plädoyers halten müssen oder so, oder? Habt ihr denn noch nie eine Senatssitzung? Nein, eine Senatssitzung läuft ja eher anders ab als in Gerichtsverhandlungen. Naja, eben.
letztendlich geht es dann da ja um die, wirst du halt befragt. Dennoch werde ich halt eine Stellungnahme zu Protokoll geben. Hm. Um halt quasi unsere Seite der Situation mal klar zu machen. Und da werde ich auch ganz klar Bezug drauf ziehen, dass wenn sollte er, ich sag mal jetzt, zu einem negativen Urteil kommen, und ich rede selbst jetzt hier von der strengen Ermahnung, gefährdet er die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft. Weil dem müsste ja bloß irgendein findiger Idiot eine Straftat begehen, und zwar gucken, wenn alle Staatsanwälte da sind, im DOJ ins DOJ einlaufen. Ja, das hat der Chief. Irgendeine Scheiße zu machen. Das hat der Chief sogar selber während des Urteils gesagt. Das waren noch meine Worte. Gesagt. Ja, ja. Aber hier, ja. Im Endeffekt, ja. Ja. Ja, und das halt auch quasi, da werden wir uns auch genau darauf beziehen, dass der Head Chief Justice genau vor Gericht das auch gesagt hat. Ja, wenn ich eins liebe, ist es Leute, die über irgendwas urteilen müssen, vorher zu hier während ihrer Urteilswindung sich selbst zu zitieren. Mhm. Ihnen selbst ihre eigenen Worte hier wieder vor Gesicht zu führen. Das ist so das Schönste. Weil dann wissen sie, wie absurd das Ganze ist, dass wir jetzt gerade hier sitzen, wenn sie selbst schon Stellung bezogen haben. Mhm. Und sie dann selbst drüber urteilen sollen. Wo sie selbst schon Stellung dazu bezogen haben. Kriegen wir hin. Aber 21 Uhr habe ich meinen Folgetermin, gesagt. Ja, ich glaube, immer passt schon. Ja, schon. Wie gesagt, ich gehe davon aus, wie hat Gwen sagt, er wird eine strenge Ermahnung fordern, die ich selbst persönlich nicht sehe. Er möchte nicht darüber diskutieren. Ja, es ist halt Gwen. Dann diskutieren wir halt morgen. Gut. Gut, dann. Vielen Dank. Bringen wir dich noch raus. Bist du jetzt eigentlich gerade suspendiert, oder? Nö, ich arbeite einfach weiter. Achso. Ja. Schön. Vielen Dank, Harvey. Bis morgen. Bis morgen.